Hi, das ist das erste Video, das ich wieder mache, nachdem ich eigentlich ans Oktoberfest wollte, gehen wollte. Und ich habe da mal wie eine Übung gemacht und alles zusammengepackt, was ich bräuchte für mich und die Hunde. Und das hat 2, 3 Tage gedauert. Danach war ich fertig, Nudel fertig, Sandnudel fertig aus. Gestern Nacht habe ich so was Komisches erlebt. Ich habe noch schön die Fernsehsendung geguckt von dem Schloss da. Statt Dschungelcamp wieder mit der gleichen Moderatorin auch im Schloss, wo sie da die, nicht die Loser und die Winner, die Verräter und die Loyalen, also die Mörder sind die Loyalen und die Verräter sind die, die es verraten oder so ähnlich. Spielen im Schloss. Ist interessant, das war so die erste Fernsehsendung seit langem, die ich genossen habe. Und dann, erst um morgen 2 kamen, war es komisch, ich wollte schlafen gehen mit den Hunden. Und dann im Bett, ich habe das Bett verrücken müssen. Also ich kenne jetzt so, ich kann jetzt die Horror-Movies verstehen, wo so plötzlich dachte, ich dachte wirklich, jetzt kommt der Teufel und das Bett fängt an zu schweben, wie die in Horror-Movies. Das hat wirklich gewackelt, also weiß nicht, ob die Hunde so darunter rumgegangen sind und alles. Und ich hatte so komische Träume. Es war sehr gespässig. Ich bin dann kurz auf dem Balkon und dann eigentlich so wach auf dem Balkon gesessen und habe reingeguckt, was passiert, nichts gesehen. Aber schon albträummäßig, schon so nach dem Film. Das ist, warum ich verstehe jetzt meine Eltern, warum wir keinen Fernseher hatten und warum der Psychiater in der Schule gesagt hat, sie ist ein Fernsehkind. So nach einem es war nicht mal eine Spuksendung, sondern nach einer Schlosssendung habe ich solche Albträume. Also ich hatte wirklich lebendige Träume, hatte das Gefühl, das Bett fängt an zu wackeln. Ich habe schon gedacht, jetzt kommt die Rollercoaster, weil jetzt kommt es dann, dass es schwebt, aber das ist nicht gekommen. Irgendwie hätte ich mich noch gefreut, ich habe so abgeschwankt, also was kommt jetzt, schwebt das Bett noch oder was passiert jetzt für eine Show? Aber dann nichts. Meine Fantasie, ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht so, ja. Aber ich habe heute dann mich beruhigt. Fisch gekocht für die Hunde und mich und die Atemübung gemacht und so die erste Resozialisierung wieder normal aussehen. Die Frisur habe ich mich mal so dran gewöhnt. Die Frau von die Moderatorin von Frost hat ja auch nicht längere Haare, die hat sie extra kurz. Und mit dem Hütli sieht man ja da die leere Stelle auch nicht mehr. Sie könnte ja direkt ins Fernsehen, so als Moderatorin. Also, die Frisur habe ich mich ehrlich zum ersten Mal im Leben daran gewöhnt. Ich habe mal meine schönen Nägel nur aufgeklebt. Aber immerhin, die Show ist da. Sein, shiny. Es ist nicht, was man ist, sondern was man scheint zu sein. Das ist das Wichtige im Fernsehen, das ist das Schöne. Im richtigen Leben ist es umgekehrt. Da musst du sein, nicht scheinen. Aber wir sind ja nicht im Fernsehen, gell? Ich habe auch ein bisschen gelernt, dass ich das muss und so, wo die drauf haben. Aber man sieht ja auch, das ist das Alter, weißt du, wo man verfahrene Münze nehmen kann und so. Und ich habe die früher nie gemacht, aber jetzt zum ersten Mal sieht mich so gefühlsmäßig in dieser Frau. Also diese Liebe, dieses Alter. Du musst nicht mehr die Junge mit den langen Haaren haben. Aber ich komme wieder zurück zu den langen Haaren. Es ist einfach der Traum von mir, genau dieses Vampir-Tussi zu sein, das gar keinen eigenen Willen mehr hat. Es ist ausgehöhlt, völlig ausgehöhlt. Und der Vampir ist drin, you know. Und sie macht, sie geht jetzt im Schloss rum und er sagt, geh in den Turm, geh in den Turm. Und dann springt runter. So zuerst so, führt sie in sein Schlafzimmer, wenn er sie Blut leer gemacht hat, wenn er sie vergewaltigt hat. Zum Schluss darf sie sich dann umbringen, weißt du, das Dümmchen, weil dann kommt schon die neue, jüngere, bessere. Und die auch über der Küste, die sind ja auch immer, die haben sich auch ins Meer gestürzt, gell. So, jetzt bist du ausgehöhlt, gebrochen und dann ist der Vampir oder der Alien in dir drin und du bist willenlos, 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 seelenlos. Ich bin
bin so seelenlos, willenlos, ausgeliefert. Ja, also ich weiß, was es heißt, mit der Teufelshand und deiner Hand, dein Wille, sein Wille ist eins geworden. Das habe ich schon erleben dürfen. Ich lache darüber nicht, ich spotte darüber nicht. Vielleicht im anderen Leben habe ich das gemacht. Über die Krippe gestürzt. Möge. Sie ist auch vom Meer sich angezogen gefühlt und ich also auch eine Zeit lang. Und dann kam das Gegenteil diesen Sommer. Das war wie wenn andere Leute für mich baden gegangen wären oder die Entchen oder so, so wie ich eine Zeit lang für andere.